wieder klopfen. Achso, ich kann so rein. Der Graue schon wieder. Ihr geht schon den ganzen Tag zu wie ein Taubenschlag. Ich bin jetzt nur das zweite Mal hier gewesen, Frau. Sieh doch woanders hin, wenn dir das hier gefällt. Irgendwo in einer einsamen Hütte im Wald. Da hast du keine Menschen mehr. Ah ja. Aber diese Axt sieht cool aus. Beziehungsweise dieses Werkenbein. Schatzi, wo bist du? Oh, 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 Triss. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Wolfsmaske. Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Achso, Triss, komm. Gehst du mir hinterher? Ja. Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Komm zurück, du Feigling! Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja. Hier oben? Die Bäder sind in Silberstein. Ich kann dir einen Besuch nur empfehlen. Ja. Hast du Lust, nach Silberstein zu gehen, Triss? Ey, schubst mich nicht. Können wir mit ihr reden? Nun? Okay. Schade.
Ich bin, schon wieder zu spät zum Abendessen. Hurra! Oh Mann, ist der aber blau. Oh, Essen? Hör auf zu jammern. Bring uns lieber Garnelen und eine Trompete. Du Lumpenproletarier. Was? Das ist frech. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch... Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Ja. Irgendwas? Oh, Mann, ist der aber blau. Ja. Hör auf zu jammern. Bring uns lieber Garnelen und eine Trompete. Ich weiß es nicht. Ob wir das noch machen sollen. Ich speichere mal hier. Oh Mann, ist der aber blau. Ach so, dahinter. Okay. Die war eine Schönheit. Was? Bist du bereit? Bring uns lieber Garnelen. Oh, sehen wir uns um. Schutz und der Not sind unerlässlich. So reinigt und regeneriert sich die Gesellschaft. Wie wahr? Natürlich gilt das nur für die unteren Ränge und die Anderlinge. Adligen mit der Peitsche zu drohen, weil sie sich weigern, das sich vor einer Schwere zu verleihen? Ist es für den Notfall? Schon wieder du, riebischer Raumtreiber? Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. No. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein, versprochen. Aber... Bitte vertrau mir. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke.
Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Lass uns Albert suchen. Ja, dann geht's. Panther. Für einen Rivia regnet es nie, stimmt's? Es schüttelt. Donnerschlag! Was für ein Schlechter! Schon wieder eine Nacht mit dieser Hure. Kann ich? Mein Mann ist Aufseherberuf. Intoleranz und Aberglaube waren immer das Terrain der Idioten. Dein Ruf eilt dir voraus. Ich habe ihm heimgeleuchtet. Oh ja. Und ihm eins gegeben. Genau in die Eier. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Geist. Ich bin ein Graf. Ich werde ihn rauswerfen. Also, danke, hat er ihm gesagt? Schauen wir mal die anderen. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaard von den Stadtmauern aus sehen. Es klingt unbescheiden, aber unsere Jagdhunde sind einfach die besten. Wild sind sie wohl auf jeden Fall. Ja, aber auch hervorragend abgerichtet. Bist du das, Geralt von Riva? Und Triss? Ich habe euch auf der Gästeliste gar nicht gesehen. Baronin, wir sind hier als Freunde der Familie. Genau wie ich, aber ich stand drauf, ganz oben auf der Liste. Gar nicht überraschend, Herrin. Diese Höflichkeiten werden schnell ermüdend. Warum seid ihr hier? Das solltest du wohl Herrin Wegelbuth fragen. Das werde ich, glaub mir. Ich glaube, das ist so eine gute Idee, weil die jetzt anzusprechen. Ich glaube nicht. Da sind welche. Und dann ein kolossaler Knall. Glaub mir, ich werde ihn rauswerfen. Und? Ah, das ist der Fahrer. Ich sprang natürlich zu schnell noch beiseite und versenkte mir nur die Augenbrauen. Alchemie kann ein gefährlicher Sport sein. Also sowas? Man braucht die Geschmeidigkeit und die Reflexe eines Panthers. Hast du keine Angst vor dem Scheiterhaufen, Missgeburt? Meinst du mich jetzt oder ihn? Du meine Güte. Ja? Hübsche Maske. Albert Wegelbuth? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther! Oh, aber Graf! Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön, aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Okay. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Ja, können wir machen. Unbedingt, komm. Komm. Komm mit. Was ist denn da hinten? Was ist das da? Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken... Oh, Verzeihung.
Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. Warte mal. Ah, das ist doch der. General Voorhees? Geralt von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Hm, wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Okay. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Ach ne, gewinnt. Ne, keine Lust. Ich will nicht gewinnt spielen. Komm auf die Bank. Die Männer dieser Familie haben nicht viel Glück. Skaron Weselbrut starb jung. Meinst du, die Frauen, das sie? Welche Bank meinst du? Ich bin ein Kraken! Oh, wer so abgeschieden sind von den anderen. Ah, ja, die war eine Schönheit. Oh, ja, ja. Schein geschehen. Bring uns lieber Garnelen und eine Trompete. Ja, können wir das mitnehmen? Ach, schade. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Auf jeden Fall. Ja. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war. Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Wie hast du ihn kennengelernt? Oh, Geralt, alle Magier kennen sich. Manche sind über ein Jahrhundert alt. Da hat man viel Zeit, um Bekanntschaften zu schließen. Also dann, wann hast du ihn kennengelernt? Bei einem Fest vor langer Zeit. Er schlug ganz unverfroren vor, uns irgendwohin zu teleportieren, wo es ruhiger ist. So sah er auch aus. Wirklich. Damals fand ich ihn irgendwie süß. Er ist mir danach noch eine Weile nachgestiegen. Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Schon betrunken? Janus, jemand, du bist eben charmant, du bist einfach charismatisch. Eben charmant. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa... Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogge. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein! Ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Los, Geralt! Triss, Geralt. Warte! Kommst du? Okay. Ich speichere mal. Morgen geht's dann weiter mit Geralt und Triss hier auf den Maskenball. Dann werden wir schauen, ob wir Triss dann jetzt in dem Labyrinth finden und
Albert oder wie er heißt, müsste ja auch noch da unten irgendwo rumlaufen. Naja, ich denke mal schon, wir werden die beiden dann finden und dann werden wir Albert sicher hinausbringen. Mal schauen, ob da jetzt noch was mit Triss passiert, denn es ist ja schon sehr betrunken, da wird bestimmt noch irgendwas passieren. Schätze ich mal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.